Wir schauen uns jetzt zusammen einen Idiotentest an und ich werde mitmachen, um euch zu zeigen, dass ich auch ein Idiot bin. Und ich hoffe, ihr seid auch Idioten, weil dann haben wir was gemeinsam. Wir legen los und hoffen aufs Beste oder aufs Schlechteste halt. Oder aufs Idiotischste. Das ist eine Weltkarte. Okay, wie nennt man diesen Unterricht in der Schule? Geografie. Ja, Geografie ist richtig, oder? Bei uns hieß es Erdkunde, deswegen. Also in Erdkunde hatten wir halt Geografie und sowas. Genau, kannst du mal Geografie rüberschreiben? Geografie? Oh, ich weiß gerade nicht, ob es mit PH oder mit F geschrieben wird, ehrlich. Also da bin ich tatsächlich raus. Eigentlich stark in sowas. Nee, da muss ich passen. Kann ich euch was fragen? Sehr gut. Die wussten wahrscheinlich, dass sie eh durchfallen werden, deswegen rein aus Selbstschutz und aus Angst mussten die direkt abblocken. Nee, hau ab, bevor du uns blamierst. Kann ich dir sportliche Fragen stellen? Nein. Okay, aber nicht hauen. Nee, oh, ihr Arm ist jetzt schon... Au! Okay, wann war der Erste Weltkrieg? Erster Weltkrieg 1914 bis 1918. Boah, ist entweder 14 oder 13 gewesen. Ich glaube, es war 14. Dieses dumm und so, ne? Das ist wirklich dumm, ja, da hast du recht, ja. Also gar nicht zu wissen, ist schon ein bisschen schwach. Du könntest auch zum Intelligenztest reinkommen, also. Erster Weltkrieg, Bruder, war bei Erster Weltkrieg, ja? Ich enthalte mich da. Oh, Digga, er hat sich eben noch gefreut, dass er nicht Teil davon ist, von diesem Test, aber er hat ihn gut involviert auf jeden Fall. Wenn, dann gehen die zusammen unter und nicht einzeln, ja? Das nennt man Freundschaft. Okay, dann sag du sagst mir, wann der Erste war, du der Zweite. Der Zweite war nach dem Ersten. Zweite 39 bis 45. Das sind jetzt wirklich sehr simple Sachen. Also selbst wenn ich falsch liegen sollte, aber das sind wirklich sehr simple Fragen. Ich will jetzt nicht damit angeben, dass ich die weiß, weil das eigentlich... Das ist schon mal gut. Selbstverständlich. Der Erste war du der Zweite. Der Zweite war nach dem Ersten. Das ist schon mal gut. Nach dem Ersten? Boah, das war aber wirklich eine schlaue Antwort. Das war rhetorisch auf jeden Fall sehr stark. Muss man ihm lassen. Man sagt ja, diese ganzen Influencer und so sind alle dusselig und nicht jeder hat 13 Fragen, weil Günther ja auch richtig beantwortet wie ich. Ja, okay. Und dementsprechend zeigst du einen, was du drauf hast, indem du einmal direkt die Aufgabe löst. 4 plus 3 mal 2 mal 1, also Punkt vor Strich. 3 mal 2, 6 mal 1, 6 sind 10. Du weißt auch, ich bin doof, oder? Ja, sagen wir mal, ihr beide und noch ein paar andere machen so einen Pumperwettbewerb. Du überholst von den Punkten den Zweiten. Welcher Platz bist du? Du überholst den Zweiten. Welcher Platz bist du? Du bist Zweiter. Jetzt nochmal, er überholt mich. Nein, er ist Zweiter, ja. Und du machst beim Fitness, beim Bodybuilding, kriegst ja, mehr Punkte, ja, und ja, überholst ihn. Welcher Platz bist du? Ja, Erster. Ich überhol sie? Ja. Erster. Nein. Ja, gut. Wenn du so eine Frage gestellt bekommst, dann musst du doch erstmal Luft holen und überlegen, ey, wie will er mich gerade verarschen? Da ist doch ein Haken. Also die offensichtlichste Antwort muss falsch sein. Also dieses, man denkt direkt, ah, Erster, weil ich habe den Zweiten ja überholt, aber das kann ja nicht richtig sein. Da muss man doch drauf kommen, wenn man ein bisschen nachdenkt, oder? Sie ist Zweite. Oder setzt die Kamera die Leute unter Druck? Sie ist Zweite und ich überhole sie. Ja? Ah, ich kann sie doch gar nicht mehr überholen. Natürlich, sie ist ja Zweiter, du bist Dritter, überholst sie. Oh, es wird immer schlimmer. Immer noch Dritte. Punkt vor Strichrechnung. 3 mal 2 sind 4. Wie bitte? Plus 4, würde ich sagen, sind 8. 7, würde ich sagen. Was? Was? Da hat einfach gar nicht zusammengepasst. Sogar seine falsche Rechenweise hätte nicht auf 7 geführt, sondern auch auf was anderes. Karte, meinst du, kannst du mir da Deutschland einzeichnen und noch ein paar andere Sachen? Ja, aber nur Deutschland. Ja, komm mit, wir probieren mal. So, wo ist Berlin? Wo ist München? Oh nee, da habe ich ja gar keine Ahnung von. Das ist echt krass. Also, um was geht es jetzt? Um Berlin und München? So, Berlin hier. München, das ist Baden-Württemberg, das ist Bayern. München hier. Berlin da, München hier. Na, woher kommst du? Ich komme aus Berlin. Genau, dann zeig mir doch mal bitte, wo du herkommst, auf der Deutschlandkarte. Nie ohne Seife waschen. Wow. Das ist die Welt, oder? Ja, klar. Okay, dann zeig mir mal, wo Deutschland ist. Ich muss gerade mal... Boah, das ist krass. Es ist so krass. Es gibt wirklich so viele Menschen, die wahrscheinlich gar keine Weltkarte zuordnen können. Es gibt zu viele, die die Kontinente nicht mal zuordnen könnten. Da bin ich mir sehr sicher. Das ist die Zeit. Wie viel Kilo ist eine Tonne? 1000. Eine Tonne. Ah, ich weiß es. Eine Tonne? Ja, eine Tonne sind wie viel Kilo? Darf ich dir mal eine Frage stellen? Ach, komm, mal. Wenn ich schaffe, eine Tonne im Bankdrücken, wie viel Kilo sind es? Was? Wenn ich eine Tonne im Bankdrücken... Weiß sie, was Bankdrücken bedeutet? Wie viel Kilo sind das? Die haben sich schon abgehauen. Aber das ist halt genau das. Es gibt Leute, die wollen nichts wissen. Deren Intention oder deren Absicht im Leben ist nicht, Wissen aufzuschnappen und was zu lernen und so. Einfach Leute, die wollen nichts wissen. Die haben ganz andere Interessen im Leben und Wissen ist so... Ah.
anstrengend und was soll ich damit und so. Was bringt mir das, wenn ich weiß, welche Hauptstadt Deutschland hat? Aber die haben scheinbar auch irgendwie gar nicht diese Angst davor, dumm zu wirken. Weil ich persönlich habe Angst davor, dumm zu wirken. Ja, und das treibt mich dazu an, Sachen zu lernen und Sachen aufzuschnappen. Es ist eine gute Angst. So wie wenn du vor Höheangst hast, damit du nicht runterspringst. Wir sind hübsche Mädels und auch Berlin Tag und Nacht Casting. Hey. Wenn hier Russland ist, ja. Schätze ich mal, hier ist so Berlin. Okay, zeichne einfach mal Deutschland ein. Immerhin stimmt die Richtung. Komm, schaffste. Das ist Deutschland. Und jetzt zeig mir mal, mach mal einen Punkt, wo Berlin sein könnte. Diese Schrift, also er hat Deutschland, ist so lang bei ihm. Egal, wo er das hingeschrieben hätte, er hätte sowieso die ganze Welt getroffen. Er hätte wahrscheinlich so oder so 30 Länder damit inbegriffen. Wo fängt das an, wo hört das auf? Mal überlegen. Ich schätze mal hier so. Okay, da ist Berlin. Okay, ja, passiert. Kannst du mir auch sagen, wo das Mittelmeer ist? Dann schreib einfach Mittelmeer hin, ist doch egal. Dann schreibe ich hier Mittelmeer. Aber ganz ehrlich, so rein vom Begriff hätte, glaube ich, jeder vernünftige Mensch das hier als Mittelmeer bezeichnet, einfach weil es in der Mitte ist. Aber Mitte ist auch Ansichtssache, weil diese Weltkarte ist ja scheinbar europazentriert. Also Europa in der Mitte und alles andere so. Aber es gibt ja auch von anderen Perspektiven Weltkarten. Das ist ja nur eine Auffassung davon. Und auf der Weltkarte ist das hier in der Mitte, dieses Meer. Aber auf anderen Weltkarten wäre die Mitte wahrscheinlich woanders. Ja, okay. Kannst du einmal Geometrie ranschreiben, weil wir machen jetzt Geometrie. Oh Gott, er hat Geometrie geschrieben. Wahrscheinlich falsch. Das ist unglaublich. Ist es. Geometrie? Das ist krass. Oh, das ist echt mega krass. Ich habe gerade einen Kulturschock. Ist es, aber hey, gar kein Problem. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? 26. Oh, 26. Die Hälfte ist richtig zumindest. 26. Wo wohnen wir 1990 Weltmeister? Ja, das muss man wirklich nicht wissen, Digga. Das ist jetzt wirklich so Fachwissen. 1990? Ja. Keine Ahnung. Oh. Italien? Richtig Italien? Wo ist Italien? Da ist Italien richtig? Ja, mein Freund, ich muss hier mitmachen. Italien ist hier. Aber er wirkt irgendwie sympathisch, deswegen darf er falsch liegen. Wer ist das? Die Queen. Okay, was regiert die? England? Irgendwas in Amerika? Ich glaube, nach dir kann ich aufhören mit drehen. Dass ich überhaupt mitmache bei diesen Sachen, ist schon irgendwie so, ich fühle mich schlecht dabei. Weil es wirkt so, als würde ich es feiern, dass ich solche Fragen beantworten kann. Also manche dieser Fragen sind so simpel, ist peinlich für mich überhaupt zu antworten. Ich glaub, nach dir aber ich antworte trotzdem erstmal mit. Dankeschön, jetzt darf ich schon mal. Hallo, kann ich euch mal fragen, wer das ist? Ist das Bismarck? Aber ich habe den Madame Tussauds gesehen. Ah, und was hast du? Hast du Foto-Selfie gemacht? Ja. Geiler Typ. Und wen hast du? Mit ihm hat sie bestimmt kein Foto gemacht, sondern eher mit, keine Ahnung, Ronaldo oder wen kann man da noch Fotos machen? Verlinkt, als Justin du es gepostet hast? Ich habe nicht gepostet. War peinlich. Ja. Wie Quadrat ist? 10 Quadrat. Also es ist doch ein Minus hier gewesen. Ich ging davon aus, das ist ein Mal. Spult mal zurück, wo ich hier 10 geantwortet habe auf diese Frage. 4 plus 3 mal 2 mal 1. Das sieht 100% aus wie ein Mal. Und dann liege ich richtig. Natürlich mit Minus ist dann 9. A Quadrat plus B Quadrat ist? C Quadrat. Wer hat das gesagt? Pythagoras. Sehr gut. Hier. War das nicht Einstein? Wer hat denn Handy Apple? Wer hat Apple erfunden? Weiß ich jetzt nicht. Wer hat Apple erfunden? War das Steve Jobs oder war das irgendein anderer im Hintergrund? Einstein. Er hat es nur vermarktet oder so. Was? Einstein. Okay, danke, reicht schon. Einstein, ja, das kann sein. Wow. Meine Lieben, Schule ist sehr wichtig. Geht bitte hin. Bitte. Sonst endet ihr so oder so. Kannst du mir noch Bayern zeigen? Wo ist der FC Bayern München? Bayern München, Stern des Südens. Ja. Oh, die beiden sind komplett überfordert. Diese Art hier zu stehen ist auch unglaublich merkwürdig. Obwohl, es sieht eigentlich aus, als hätte er einen festen Stand. Also so ein bisschen Füße nach außen. Er steht schon ziemlich sicher. Ich glaube, ihn könnte man nicht so aus der Fassung bringen, wenn man ihn ein bisschen schüttelt. Vielleicht macht er es ja genau richtig und ich mache es all die Jahre falsch. Bayern? Ja. Ist doch geil. Okay. Nordkorea. Bayern gibt's doch gar nicht. Vielleicht wurden wir all die Jahre getäuscht und er hat recht. Ich schätze mal hier. Okay, dann schreib mal Norden ist. Okay. Nie ohne Seife waschen. Nochmal? Nie ohne Seife waschen. Ja, das ist für mich, glaube ich mir auch. Das ist Nordkorea. Ja. Und ah ja, weil es im Norden liegt. Ja. Okay. Weißt du denn, wo das Phantasialand ist? Phantasialand? Phantasialand. Ach, Phantasialand. Nein, das weiß ich nicht. Wo könnte das Phantasialand sein? Ich schätze mal hier so. Was ist das? Hier Westside, ich grüße alle Jungs aus Rheinwest. Ich auch. Stabiler Typ. Das ist, boah, was schätzt du für Fragen? Ja, das kennt man. Also ich kenn's nicht. Ist das? Nee, ist es nicht. Die Elbphilharmonie. Oder warte mal ganz, das kann's nicht sein. Das ist Quatsch.
Doch, oh mein Gott, ich habe recht. Das ist krass. Da bin ich echt beeindruckt von mir gerade. Weil ich habe es vielleicht einmal in meinem Leben gehört und gesehen. Nicht schlecht. Das ist, boah, was schätzt für Fragen? Ja, das kennt man. Mach mal hier nichts, Bruder. Ja, das ist super, das war das ist der Burj Al Khalifa. Die Elbphilharmonie ja, in Hamburg. Dubai, das ist Dubai. Wie heißt das? Dubai. Dubai, ja. Das ist Dubai gut. In Dubai und jetzt hier. Komm. Das weiß ich nicht. Irgendein Dom? Als von welcher aber? Kann ich auch nicht. 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 Ich kenne vielleicht die Hälfte davon. Willy Brandt, ja genau, Willy Brandt. Oh, warte, der hat schon mal ein Heiligenschein, also irgendwas mit dem Christentum. Oh, das ist hart. Also, dass man Jesus nicht kennt vom Sehen, das ist echt hart. Ich glaube, du kannst in der Höhle leben, du wüsstest, wie er aussieht wahrscheinlich. Du hättest es irgendwie mitbekommen. Durch Mundpropaganda. Das war doch so. Ich kann Christentum ist eigentlich, aber war das nicht hier der erste Papst oder so? Oh, er hat Glück, dass er eine Kapuze Schatz, anhat. Wer hat Facebook erfunden? Facebook. Mama. Mark. Mark. Die sind beide drin. Foster? Nein. Mark Forster. Oh, nicht. Nein. Boah, das ist hart. Er kennt ja wirklich niemanden. Das sind jetzt aktuelle Leute. Das ist Elvis. Der King. Elvis. Das war der berühmteste Spruch von Elvis, wenn er gegangen ist. Weil die Fans waren ja immer so lange da. Und dann ist er mal ein Berliner. Davon habe ich keine Ahnung. Hast aber Fibo ist auch ein bisschen. Scheiß auf Fibo. Das ist der Dom in Barcelona, glaube ich. Warte mal, das muss ich gucken. Sangre oder irgendwas mit S. Nein, Sagrada Familia heißt die. Genau, das ist die hier in Barcelona. Was? Das Kölner Dom. Kennen Sie den jungen Mann? Ah, oh, Mann, Mann, Mann. Den jungen Mann. Nicht ganz richtig. Ist das nicht Konrad Adenauer? Richtig, keine Konrad. Ahnung. Adenauer. Sehr gut. Ja. Ist das Adenauer? Richtig. Vorname? Thomas. Thomas Adenauer. Bismarck wieder? Das ist, wie nennt man das, wo diese ganz viel Geld haben. Wo kommt ihr nochmal her? Aber das ist auch ein starker Status, oder? Für eine Stadt oder generell so. Dass jeder Dubai mit Wohlstand verbindet. Also natürlich auch mit negativen Sachen. Das ist natürlich auch nicht alles Gold, was glänzt. Das wissen wir alle. Aber so hat jede andere Stadt und jedes andere Land auch ihre Schattenseiten. Was sagt August? Ah, da nicht schon mal nicht. Da steht er nicht. Ja, das. Das Witzige ist, ganz oft frage ich mit Timo so, ey, wollen wir den ansprechen? Und dann sagt Timo mal, ich will nicht erschossen werden. Und ich dann so, komm. Und aber eben habe ich auch gekniffen, muss man ja mal sagen. Mercedes-Benz? Wer hat's davon? Wer hat einen Mercedes-Benz erfunden? Wahrscheinlich hieß die Person Benz mit Nachnamen. Aber hieß er auch Mercedes? Glaube nicht, oder? Hamburg? Oh. Kein Problem. Und Bremen? Oh, Bremen ist. Das war unten. Das passt aber eigentlich einigermaßen. Die haben wahrscheinlich Berlin hier gemacht, Hamburg hier. Ist ein bisschen versetzt, aber so, die Richtung stimmt. Das grenzt ja an Wasser, wa? Und dafür nimmst du den blauen Stift und malst mal die Nordsee ein. Die Nordsee? Uff. Oh, oh, das ist okay. Die Nordsee ist ja kein Fluss, ist ja ein Meer. Also, ich nehme mal ein bisschen. Vielleicht einfach mal eine. Genau, okay. Da ist ja Bremen im Wasser. Ja, ich will. Mal einfach blau aus. Und das ist jetzt die Nord- oder Ostsee? Nordsee, oder? Und die Ostsee? Ja, die ist dann hier auf der Seite. Okay, kannst du die auch einfach mal ranmalen? Ja, okay, ich verstehe den Gedankengang. Sie denkt halt einfach, es ist sogar peinlicher, wenn sie aus Versehen außerhalb von Deutschland jetzt die Ost- oder Nordsee einzeichnet, was eigentlich richtig wäre. Sie denkt, es muss halt da drin sein scheinbar, wenn er schon die Karte da aufhängt. Was ist schwerer, 50 Kilo Zement oder 50 Kilo Federn? Gleich schwer. Aber das ist so eine Trickfrage. Also wenn man die das erste Mal gehört hat, hat das fast jeder, glaube ich, falsch gemacht. Warum auch immer, obwohl es voll dumm ist. Habe ich die falsch gemacht beim ersten Mal hören? Ich glaube nicht. Weiß aber nicht. Im Nachhinein ist voll logisch. Ja, klar, ist gleich. Es sind halt 50 Kilo, aber... Okay, dann immer eine einfache. Wir beide hübschen wohnen in der WG, ja? Und ich bin Arsch. Und du hast im Kühlschrank 20 leckere Fitnessshakes, ja? Und ich, Arsch, trinke bis auf 9 alle weg. Wie viel kannst du noch trinken? 9. Muss ich jetzt mal nach. Das waren scheinbar noch Zeiten, wo man Hollister-Sachen getragen hat. Das ist auch schon sehr, sehr lange her. Diese Marke ist wie ausgestorben. Muss ich jetzt mal nach. Wo ist Frankreich? Oh, wo ist Frankreich? Oh Gott, das wird sie auch in Deutschland irgendwo anzeichnen. Das ist für sie die Weltkarte, glaube ich, gerade. Dann einfach einzeichnen, fühl dich frei. Ah, okay, nee. Die hat außerhalb geschrieben, immerhin. Was, bis auf 9? Na, 9 lasse ich dir über. Wie viel kannst du noch trinken? Ja, 9! Na, endlich! Ich bin Gesamtschüler. Ich hätte gedacht Haupt, aber egal. Da würde ich gerne wissen, wo das ist und wie das heißt. Wenn du mich blamierst, dann gibt's Ärger. Dann gibt's Ärger. Okay. Wenn er sie blamiert, sie hat sich selber blamiert, glaube ich. Aber war das jetzt kein Zeichen dafür, dass sie nicht im Video sein will? Ärger.
Scheinbar nicht. Die kleinste und schwächste droht mir bis jetzt. Die ganzen Pumper sind nett. Also ihr habt gemerkt, ich habe mich bei der einen oder anderen Sache auch enthalten. Und ja, ich muss gestehen, manchmal war ich mir selber ein bisschen unsicher. Also ist halt immer so eine Sache. Zum Beispiel, ich will auch nicht derjenige sein, der jetzt den Leuten unterstellt, oh, das muss man doch wissen. Es gibt so Sachen, da denke ich schon, okay, das muss man wissen. Wie viele Tage hat ein Jahr? Hauptstadt von Deutschland. Das sind so richtig Grundlagen. Aber es gibt manchmal im Internet so Momente, da ist dann zum Beispiel ein Bild von Elvis. Und da wird halt so 17-Jährige gefragt, so, wer ist das? Und sie weiß es nicht. Und dann kommen Leute in den Kommentaren, das muss man doch wissen. Und wie kann man Elvis nicht kennen? Ja, sie ist extrem jung und nicht zu seiner Zeit gelebt. Keine Ahnung davon. Oder so Nischenwissen, wo dann Leute sagen, das muss man doch wissen und so. Das lernt man doch in der 4. Klasse. Ja gut, aber das, was du in der 4. Klasse lernst, wenn es für dein weiteres Leben uninteressant ist, vergisst du halt auch einige Sachen aus deiner Schulzeit. Also, will keinem hier unterstellen, dass man alles wissen muss. Es gibt aber wirklich Grundlagen, die muss man drauf haben. Aber ja, wenn du jetzt nicht weißt, wo der Pazifische Ozean ist, ich glaube, dann geht dein Leben trotzdem weiter. Das sage ich jetzt alles nur, um mich selber zu verteidigen. Ja, ich glaube, ich bin wirklich ein Idiot.